Hallo und herzlich willkommen zu einem Unboxing. Ich habe überraschend ein paar Pakete bekommen und dachte mir, ich packe sie mit euch aus. Hier habe ich schon mal geöffnet, wegen meiner Adresse, dass ich das umklappen kann. Und da war schönes silbernes Papierchen mit oben drauf. Das werde ich weiterverwenden. Und außerdem möchte ich auch noch etwas verlosen. Deswegen bleibt unbedingt dran. Ich packe aus. Okay, wow, cool. So, was war hier mit drin? Ist das ein Ring vielleicht? Oder irgendwie was für um die Haare außenrum? Werde ich mal nachgucken. Cool. Oh. Und ich sehe Produkte von Avon bzw. von MAC. Das sind Produkte, auch die es bei Avon gibt. Und ich kenne die Limited Edition gar nicht. Sieht mega schön aus. Ich habe schon ganz lange nichts mehr von Avon bekommen. Und da freue ich mich jetzt. Ja, ist ja... Oh, das sieht schön aus. Pearlesque Treasure Palette for Eyes and Face. Ich bin gespannt. Okay. Hier ist so ein Datum mit drauf. Ich denke, dass das Herstellungsdatum ist, damit man weiß, wie lange das haltbar ist, weil sonst wäre es schon abgelaufen und ich denke mal, dass die Limited Edition neu ist. Da gibt es ja immer auch viele schöne Sachen. Oh, toll. Sieht echt schön aus. Oh, okay. Interessant. Damit hätte ich nicht gerechnet. Die sieht so aus. Bunt auf jeden Fall. Ja, aber es passt. Ich probiere das mal aus. Wieso nicht? Ist irgendwie interessant. Hier mit Türkis und so ein bisschen Blauschimmer. Ich mache ja irgendwie im Moment fast gar nichts mehr Buntes und auch so Schminken, ja, für zu Hause. Ja, meistens nicht so. Da denke ich mir dann, ja, komm, lass die Haut ein bisschen atmen. Ich habe jetzt heute auch nicht viel gemacht, weil ich möchte nachher noch ein Maskenvideo abdrehen und habe jetzt auch gerade ein Unboxing von der My Little Box abgedreht. Und dachte, da ist vielleicht was Dekoratives mit drin. Ja, da war ein Lidschatten mit drin, den habe ich aber nicht verwendet. Aber den Lippenstift, der gefällt mir richtig gut. Und weil ich dann nachher noch ein Maskenvideo machen wollte, habe ich das dann jetzt einfach so dabei belassen. Ich hatte nicht mal Mascara drauf, weil ich dachte, vielleicht ist eine mit drin, aber war nicht. Und deswegen habe ich mir jetzt Mascara noch aufgetragen und das war's. Ja, ich bin zu Hause, ne? Ich muss mich da jetzt nicht extra megamäßig schminken für ein Video. Dann, was ist das denn? Zwei Tuben. Shimmering Highlighter for Face and Body. Interessant. Rose Quartz. Ah, ist noch verschlossen. Ich lasse es mal noch zu, weil ich denke, dass das ein cooles Produkt für den Sommer ist, wenn das so ein Body-Highlighter ist. Und Oh Honey. Ah, auch noch verschlossen, klar, was sonst. Ah, schön. Vielleicht finde ich Bilder dazu, dann werde ich es einblenden. Und dann haben wir hier noch, ja, vier solche Sachen. Was ist das? Sind das Lippenstifte? Pearliner. Ah, okay. Ach, das sind so Eyeliner. Schön. Was ist das jetzt hier für eine Farbe? Pearly Pink. Das wird ja auch zur Palette passen. So ein bisschen was Bunteres. Schön sieht's aus. Swatchig. Oh, schön. Das ist so ein... Ja, hat so einen goldenen Schimmer, so ein bisschen metallic, rötlich auf jeden Fall.
Ich bin mal gespannt. Ich werde das auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich mag ja bunte Eyeliner. Ich habe ja auch ab und zu mal nur Eyeliner drauf. Seht ihr auch manchmal im Video, dass ich nur mir einen bunten Eyeliner ziehe und das war's. Was ist das hier? Fresh Water, vielleicht blau. Gucken wir mal. Oh, wow. Türkis, aber was für ein... Oh, das gefällt mir. Das finde ich ja richtig, richtig schön. Mega. Oh, mit dem Schimmer noch mit drin. Was ist das? Silver Lining. Okay, also Silber. Verpackung auch super schön. Wenn ich die Produkte finde online, ich denke schon, dann werde ich es euch verlinken. Auch schön. Oh, interessant. Cool. Und Midnight Black, also ein schwarzer noch. Schaue ich mir auch an. Der Vollständigkeit halber. Ich glaube, der hat Glitzer mit drin. Das ist ein schönes Schwarz. Mit so ein bisschen lila-blau-silbernem Schimmer. Weiß nicht, ob ihr das jetzt so gut erkennen könnt, aber das sieht so schön aus. Ich könnte mir das auch gut vorstellen für Silvester. Boah, das ist ein schönes Paket. Gefällt mir. Vielen Dank. Das finde ich schon mal sehr gut. Dann habe ich noch ein Zuschauerpaket. Eins habe ich ja auch schon auf Instagram geöffnet. Dann habe ich noch hier was von Luvos. Das mache ich jetzt. Und zwar habe ich da einmal angefragt, weil ich gerne was in mein Jahresfavoritenvideo machen möchte. Und zwar sind das diese drei Produkte. Ich kaufe mir die auch super oft nach. Also auch selbst, ist ja klar. Aber ich dachte jetzt für das Video, komm, frag mal nach. Und ja, ich habe bekommen meine allerliebsten. Das sind die hier. Haut, Haare, Nägel, Silastin Plus. Ich finde die richtig gut. Dann Bitterquell Plus, die wechsle ich immer ab. Einmal das und dann am nächsten Tag das, dann wieder das, dann wieder das. Und zwar ist das zur Unterstützung der Verdauung. Das mag ich gerne. Und dann noch Ballaststoff Plus. Das ist mit Kurkumin für eine gesunde Ernährung. Ja, finde ich sehr gut. Und dann... überraschenderweise ein Riesenbeutel. Voll schön sieht das aus. Gefällt mir richtig gut. Und da ist mit drin was Süßes. Lecker, lecker, lecker. Dann war noch mit drin eine Weihnachtskarte. Hab mir das nämlich schon angeguckt. Dann ein Granulat. Bei Reizdarm und Reizmagen. Ich habe das ab und zu mal, wenn ich irgendwie aufgeregt bin oder ja irgendwas ansteht. Und dann, ich werde das mal ausprobieren auf jeden Fall und euch dann berichten. Dann Masken. Ja, ich werde auf jeden Fall das hier in mein Jahresfavoriten-Video reinmachen. Und dann auch, vielleicht habt ihr es gesehen, meine Haut ist schon viel besser. Jetzt habe ich ausgerechnet heute wieder zwei, aber ja, und hier ein bisschen was. Aber es ist schon viel, viel besser und das auch durch zwei Produkte, die ich regelmäßig verwende. Und die werden auch in mein Favoritenvideo kommen natürlich. Und dann gucke ich mal noch ein paar dekorative Sachen, die ich eigentlich so das letzte halb, dreiviertel Jahr benutzt habe und wahrscheinlich auch ein paar Sachen, die schon aufgebraucht sind, weil die einfach mega gut waren. Ja, ich bin gespannt. Also schaut unbedingt rein bei dem Jahresfavoriten-Video und ich frage auch auf jeden Fall wegen Rabattcodes. Deswegen das Video nicht verpassen.
Masken waren noch mit drin. Einmal die Hydro-Maske. Dann Relax Booster und, ups, den habe ich ja auch schon gemacht. Fand ich richtig gut, die Maske. Und das hier habe ich auch noch mal da. Den habe ich nämlich noch nicht ausprobiert, sind aber jetzt dran, weil ich jetzt wieder Sachet-Masken mache, verstärkt. Ich wechsle da ja immer ab. Dann war noch drin und ich habe die noch nicht ausprobiert, aber ich habe die auch noch mal da. Diese hier, Clean Peel Maske. Ah, ich freue mich. Ich liebe die Masken von Luvos. Dann das hier. Das ist zur unterstützenden Behandlung bei Akne, Haut, Muskel, Gelenkbeschwerden und Entzündungen. Also könnte ich auch sehr gut nur wegen hier oder hier auftragen. Dann Anti-Stress-Maske, die habe ich auch noch da. Habe ich noch nicht benutzt, obwohl ich ja immer generell im Stress bin. Dann die Reinigungsmaske und die liebe ich. Die habe ich auch schon super oft gemacht mit Hammamelis. Große Empfehlung von mir. Und dann die Anti-Pickel-Maske, die habe ich eigentlich auch immer da. Ist so ein SOS-Produkt für mich. Entfernt Pickel und Mitesser und die mache ich auch regelmäßig und die kann ich euch auch empfehlen. Was war noch mit drin? Huch, warum bellt denn jetzt der Hund? Heute ist doch Sonntag. Dann war noch mit drin sowas zur Körperentgiftung. 120 Stück. Ah, okay. Ich dachte, das wäre auch Granulat. Nein, cool. Das sind auch Kapseln, werde ich auf jeden Fall ausprobieren und euch berichten. Das werde ich machen. Mache ich auf jeden Fall. Ah, das ist richtig gut. Das ist nämlich auch baut. Also ich lese es mal vor. Zur Unterstützung des Organismus bei der Körperentgiftung baut als mineralischer Katalysator freie Radikale aus der Nahrung ab. Bei Lebensmittelunverträglichkeit durch Histaminintoleranz. Und ich habe schon öfter irgendwie die Vermutung gehabt, dass ich das vielleicht nicht so gut vertrage. Ja, weil wenn ich mal Rotwein trinke oder so, habe ich danach auch echt immer so kleine Pickelchen und ja, so eine schlimme Haut und ja, weiß nicht, vielleicht, aber ich kenne mich damit gar nicht aus. Deswegen, ja, ich werde das auf jeden Fall mal ausprobieren hier. Dann war noch mit drin Körperlotion und eine Waschlotion. Sehr schön. Werde ich auf jeden Fall auch benutzen. Dann, was ist das? Eine Paste, die habe ich auch noch da, dreimal sogar. Ja, finde ich auch gut. Vielleicht werde ich das auch mal in eine Verlosung mit reinpacken, weil ich habe das Produkt noch dreimal da. Ich habe mir das mal in so einem Vorratspack gekauft und ich habe es halt wie gesagt noch dreimal, weil wir sowas auch öfter verwenden für den Hund, wenn er sich aufgebissen hat oder so. Und dann machen wir das da drauf und dann wird es eigentlich meistens auch wieder gut. Dann, was war noch mit da drin? Hefte und Prospekte zum Durchgucken. Sind auch meistens Rezepte und so mit drin. Also für Masken und so war es jetzt keine Essensrezepte. Und dann war noch mit drin ein Akutserum für die Haut. Für sehr trockene, gereizte Haut, auch bei Neurodermitis. Sieht so aus. Finde ich auch sehr gut. Werde ich verwenden und euch davon berichten. Richtig cooler Beutel. Mega. Hat mir echt gut gefallen. Ja, Hammer. Und dann kommen wir zu diesem Paket. Und das habe ich von einer Zuschauerin. Und ich habe, ah, hier habe ich mir was hingelegt, um das Paket zu öffnen. Eine Pinzette, ja. Aber die ist auch scharf. Und damit mache ich das jetzt auf. Es geht los. Ich greife rein. Erstes Produkt. Eine schöne Creme. Oder was ist es? Estee Lauder Advanced Night Repair. Sehr cool. Ah ja. Und das habe ich gerade im Badezimmer zur Verwendung. Und dann kann ich das gleich noch weiter testen. Dann kann ich das ausgiebig ausprobieren. Stelle ich zur Seite, kommt auch gleich ins Bad. Und ich habe jetzt Angst, dass ich was voll schmiere, aber nein, ist schon trocken. Oh, die liebe ich ja, diese richtig dicke Knallfolie hier.
so einem Holzdeckel. Ich raste aus. Oh, ein Peeling ist das, ne? Nein, Balancing Body Cream. Oh, ich dachte, das ist ein Peeling. Oh, so groß. Hammer. Danke. Was noch? Noch was ist da drin? Ich raste aus. Was ist das? Was? Von Kiko. Mega. Eine Fußmaske. Die werde ich nachher sofort machen. Ist ja Hammer. Ich freue mich. Danke. Und dann noch ein Briefchen. Eine schöne Karte. Und irgendwas ist in der Karte drin. Deswegen halte ich die jetzt mal noch zu. Mega schön. Ah, okay. Es sind so kleine Blätter mit drin zum Basteln. Die werde ich auch aufheben, weil ich mit denen was bastle. Lieb Cindy, ich wünsche dir und deiner Family ein wunderschönes und entspanntes Weihnachtsfest sowie viel Glück für das kommende Jahr. Fühl dich gedrückt und bleib gesund. Ja, vielen Dank. Und zwar ist das von der lieben Bibi. Ich denke, das kann ich sagen. Und ich habe mich sehr gefreut. Das waren drei echt mega schöne Pakete. Und dann kommen wir jetzt noch zur Verlosung. Da könnt ihr nämlich was gewinnen. Und da ist mit drin einmal, oh mein Gott, ich mache das mal zur Seite. Ich werde das jetzt einfach mit reinmachen noch. Dann noch Schmuck aus der My Little Box, weil ich habe viel da und deswegen, wenn ihr es euch angucken wollt, dann schaut mal nach im Video. Dann mache ich einen Tee mit rein und dann noch ein paar Accessoires. Eine Lidschattenpalette mache ich mit rein und einen Lippenstift und den habe ich auch da und ich finde ihn richtig schön. Und zwar ist der von Real Her. Ich zeige euch den mal, der sieht richtig schön aus. Also wenn euch der nicht zusagt, dann weiß ich nicht, ob ihr mitmachen wollt. Aber ich finde den richtig schön. Das ist so ein rotbraun, sehr edel sieht das aus. Und ja, der ist auch noch mit drin. Also ein gut gefülltes Paket. Was? Ich habe gerade überlegt, was ich sagen will. Ja, also bei mir ist eigentlich immer dekorative Kosmetik, meistens auch Paletten mit in den Paketen, damit ihr was Schönes habt. Das war's jetzt, was ihr tun müsst, um bei der Verlosung teilzunehmen. Das steht alles in der Infobox. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.